Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen fantastischen Video. Wenn ihr mal das Erlebnis hattet, ihr habt in einen Menschen investiert und wurdet enttäuscht, dann habt ihr die Erfahrung gemacht, ey, es ist eigentlich besser, wenn ich nur in mich selbst investiere. Ich kann investieren, das schon mal im Vorfeld, in andere Menschen, wenn es Sinn ergibt. Aber wenn ich merke, es ist Unsinn, ich investiere hier diesen Menschen und das Investment ist quasi verlorenes Investment, weil ich investiere hier und es bringt nichts. Ja? Wenn ihr das mal erlebt habt, dann wisst ihr jetzt ganz genau, warum ich das sage, was ich sage. Deswegen, bevor du in andere Menschen investierst, investiere in dich selbst. Ist real. Ist real. Du kannst investieren in andere Menschen, aber nur, wenn du merkst, es macht Sinn. Wenn es keinen Sinn ergibt, dann hör auf, in diese Menschen zu investieren. Was jetzt mit diesen Menschen zu tun, jetzt beispielsweise? Ich mache nur Beispiele. Ich mache nur Beispiele. Wenn du dich jetzt angegriffen fühlst, ist das nicht meine... Das ist nicht meine Intention, das ist nicht mein Problem. Wenn du da jetzt jemanden hast und du sagst ihm ständig, ey, du machst das falsch, ey, Bro, ich weiß, wie du jetzt das richtig machen kannst, so und so und so. Und dieser Mensch hört dir einfach nicht zu und macht einfach nicht das Richtige und macht andauernd das Falsche. Andauernd das Falsche. Und du kannst dem noch so oft sagen, was er zu tun hat und dieser Mensch kriegt es einfach nicht gebacken. Wenn du das mal hattest, du investierst in diesen Menschen und sagst ihm die ganze Zeit, ey Bro, so und so, mach doch dies, mach doch das und investierst und investierst und investierst und investierst und es kommt nichts dabei rum. Wenn du das mal erlebt hast, weißt du ganz genau, warum ich das sage, dass du dich erst auf dich konzentrieren sollst und dann auf andere Menschen. Denn wenn es dir gut geht, dann kannst du auch anderen Menschen etwas Gutes tun. Aber wenn es dir schlecht geht, kannst du nicht gut für andere sein. Zu viele sind viel zu selbstlos auf eine toxische, problematische Art und Weise, auf eine selbstzerstörerische Art und Weise. Sie kümmern sich nur um andere und nicht um sich selbst. Das ist Selbstlosigkeit auf eine sehr, 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 sehr schlechte Art und Weise, auf eine gefährliche Art und Weise. Das ist wirklich gefährlich, wenn du nur an andere denkst, so selbstlos bist. Du denkst nur an andere, aber nicht an dich selbst. So sollte das niemals sein. Du bist dein eigener wichtigster Mensch. Muss halt immer so denken, so ich muss halt erstmal gucken, dass es mir gut geht. Warum ist es denn so, ja, ein Feuerwehrmann jetzt beispielsweise, wenn da jetzt ein Feuer ist, denkt er erstmal in erster Linie an sich selbst, muss sich selbst ja erstmal schützen, muss Atemschutzmaske anziehen, muss dies machen, muss das machen, ja, muss erstmal sich selbst schützen, bevor er die anderen Menschen retten kann. Warum macht er das? Dass wenn er in dieses Feuer geht, nicht direkt drauf geht, braucht er seinen Schutz. Genauso ist es auch überall selbst, so im ganzen Leben. Du musst erstmal dich selbst schützen, musst erstmal selbst gucken, dass es dir gut geht. Ich kann ja auch nicht dann, wenn ich Feuerwehrmann bin, kann jetzt auch nicht, wie jetzt Spider-Man ja, im Film, ja, einfach so ins Feuer gehen, das ist alles Hollywood, das geht so nicht. Ich kriege eine Rauchvergiftung, ja, ich krepiere auf dem Weg da rein. Ich gehe in dieses Feuer da rein und krepiere schon an der Tür an Rauchvergiftung und was weiß ich alles. So. Und dann fällt irgendwas auf mich drauf, ich habe keinen Helm an und sonst irgendwas, bin ich geschützt. Ja, sterbe dann in diesem Feuer, in diesen Flammen. Aber wenn ich dann schutzsichere Weste, feuersichere Weste da anhab und was weiß ich, wie das alles heißt, ja, hab Helm an, hab Visier, ja, kann ich verbrannt werden. Ich habe feuerfeste Schuhe, ich habe Stahlkappenschuhe, wenn was drauf fällt, mir passiert nichts. Ja, ich habe dicke Sachen an, ich habe Atemschutz, dies und das, ja, jetzt kann ich diese Menschen auch retten. Ich habe erstmal an mich gedacht. Ich habe erstmal auf meine Gesundheit geachtet. Und genau dieses Mindset müsst ihr auf das ganze Leben etablieren. Quasi, ich muss erstmal an mich selbst denken. Ich muss erstmal selbst in mich investieren. Das heißt jetzt auch, wenn ihr jetzt einen Sport treibt, ja, und ihr wollt das mit Freunden machen, ja, es bringt nichts, wenn ihr in diese Freunde investiert, diese Freunde fit macht, ja, aber ihr selbst achtet nicht auf euch selbst. Das ist jetzt, keine Ahnung, auch kein gutes Beispiel, aber mir ist jetzt gerade nur das gekommen. Keine Ahnung. So, es lohnt sich nicht, das will ich einfach damit sagen jetzt in diesem Video, sich nur auf andere Menschen zu konzentrieren. Denn im Endeffekt wirst du immer enttäuscht. Wenn du auf dich selbst baust, wenn du in dich selbst investierst, dann wirst du nie enttäuscht. Nie. Natürlich enttäuscht du dich mal selbst, aber die Enttäuschung ist dann nicht so groß, weil du ja weißt, wer daran schuld ist. Du bist selbst dran schuld. Deswegen, dann ist die Enttäuschung nicht so groß, wenn du dich selbst mal enttäuscht hast. Aber wenn dich andere Menschen enttäuschen, dann ist der Schmerz immer groß. Immer. Weil du dich auf diese Menschen verlassen hast vielleicht sogar. Oder weil du diese Menschen vielleicht sogar liebst oder
verbunden bist mit diesen Menschen und diese Menschen haben dich jetzt enttäuscht. Wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du ganz genau, wie schmerzhaft das ist und wie unnötig das war. All die Zeit, die du in diesen Menschen investiert hast, diese verlorene Zeit, die du nie wieder zurückbekommst, hast den Menschen Mindset eintrichtern wollen, ja, wolltest diesen Menschen stärken und es kommt einfach nichts dabei rum. Es ist frustrierend. Deswegen ist es so wichtig, sich auf sich selbst zu fokussieren, einen gesunden Egoismus zu haben, damit du weißt, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich, was sollte ich mehr tun und was sollte ich weniger tun. Das nennt man gesunden Egoismus. Zu wissen, wo muss ich Cuts machen, was muss ich aus meinem Leben quasi so loswerden und was muss mehr in mein Leben. Was sollte ich mehr tun und was sollte ich weniger tun? Wen kann ich in mein Leben lassen, wen kann ich nicht in mein Leben lassen? Auf wen kann ich mich konzentrieren und auf wen nicht? Ja, das ist auch Selbstliebe, Selbstachtung, Wertschätzung deiner selbst. Schätz dich selbst, lieb dich selbst, achte dich selbst. Respektiere dich selbst. Deswegen, das trifft immer darauf zurück, entweder du hast das, hast Selbstrespekt, Selbstliebe, Selbstachtung, ja, und schätzt dich selbst, oder du tust es nicht und dann investierst du halt die ganze Zeit in andere Menschen, investierst und verschwendest die ganze Zeit deine Energie links und rechts, weil du dich auf alle anderen fokussierst, außer auf dich selbst. Und ich weiß ganz genau, was ich sage, wenn ich sage, weil ich es lange getan habe. Ich habe es lange genug getan, mich auf andere Menschen fokussiert, hab die aufgebaut, hab die rich gemacht, hab die stark gemacht, hab die stabilisiert und dies und das und im Endeffekt wurde ich immer enttäuscht. Ich spiele jetzt hier nicht als Opfer oder sonst irgendwas, ich wurde immer trotzdem enttäuscht. Man wünscht sich dann so, man will diesen Menschen helfen, sieht schon ein Bild, ja, deswegen sage ich auch immer, verliebt euch nicht in ein Idealbild, nehmt den Mensch so, wie er ist, wenn der Mensch euch jetzt gerade hier nicht gefällt, so wie er ist, das ist der Mensch, nehmt den Mensch so, wie er ist, wenn der Mensch mir hier gerade, so wie er ist, nicht gefällt, will ich diesen Menschen auch nicht in meinem Leben haben, wenn er mir jetzt gerade, so wie er ist, hier, jetzt so gefällt, kann er gerne in mein Leben, aber wenn ich da irgendwelche Dinge sehe, die gefallen mir nicht und da müsste man gewisse Zeit investieren und hier müsste man gewisse Zeit investieren, das muss man ausbauen, hier muss man das ausbauen, hier ist noch Mindset zu arbeiten, hier ist noch was zum Arbeiten, hier ist noch was zu verbessern, hier ist noch was zu verbessern, solche Menschen hast, das ist immer, ich will mit keinem irgendwie Zeit verbringen, der eine Baustelle ist. Ich habe selbst genug Baustellen, an denen ich arbeiten muss, ich brauche keine neue Baustelle. So musst du halt denken, meiner Meinung nach. Heißt jetzt nicht, du musst mit perfekten Leuten nur zusammen Zeit verbringen. Nein, keiner ist perfekt. Aber wenn die Leute einfach zu große Baustellen haben, das heißt jetzt, du musst zu viel in die investieren, die haben zu viele Probleme. Wenn du das auch mal erlebt hast, ist auch scheiße. Deswegen, jeder sollte immer an sich arbeiten. Jeder sollte immer an sich selbst investieren. Das mal in erster Linie, denn du kannst nicht, wie gesagt, gut für andere sein, wenn du schlecht zu dir selbst bist. Wenn du nicht auf deine Gesundheit achtest und krank wirst, kannst du nicht andere Menschen gesund machen. Definitiv, natürlich, du kannst es die ganze Zeit versuchen, ja, aber irgendwann wirst du dann trotzdem krepieren, sterben und sonst was, weil du nicht auf dich selbst geachtet hast. Und irgendwann kannst du es dann nicht mehr weitermachen, weil du einfach dann nicht mehr hier bist. Ist ja logisch. Aber du hättest es länger machen können, hättest länger jetzt irgendwie Menschen helfen können, wenn du auch mal auf dich selbst geachtet hättest. Denn das machen viele Menschen falsch. Ich weiß, du willst gut sein, du willst Menschen helfen, du willst ein guter Mensch sein, bla bla bla. Ich weiß. Aber denk doch erstmal an dich selbst, bitte. Denk in erster Linie immer an dich selbst. Hab einen gesunden Egoismus. Natürlich solltest du nicht zu egoistisch sein und nur noch an dich selbst denken. Komm immer in eine Balance. Immer in die Mitte kommen. Nicht zu sehr, aber auch nicht zu wenig. Deswegen immer in der Balance sein. Aber wie gesagt, hab diesen gesunden Egoismus. Denk in erster Linie immer an dich selbst erstmal. Und dann an alle anderen. Wie gesagt, wenn ein Feuerwehrmann da ist, der denkt auch erstmal, wenn dieses Feuer ist, okay, ich muss mich selbst erstmal schützen. Muss erstmal selbst hier Helm, Jacke, Weste, Atemschutz, Maske, alles anziehen. Ja, muss alles hier anziehen, muss mich erstmal selbst retten quasi, bevor ich andere rette. Muss erstmal selbst in mich investieren, bevor ich in andere investieren kann. Deswegen, life is an investment. Natürlich, jede Beziehung ist ein Investment. Wir investieren immer unsere Energie, Aufmerksamkeit und alles, ja. So, und all das investieren wir immer. Aber
Was ist besser, die richtigen Investments zu machen oder die falschen? Was ist besser, in die richtigen Menschen zu investieren oder weiterhin noch in die falschen Menschen zu investieren, wo du keine Erfolge erlebst? Du sagst ihnen was, die nehmen es nicht auf, beispielsweise. Das kann ja das sein. Du hast diese Freunde und die werden einfach nicht besser. Die sagen dann vielleicht die ganze Zeit, ja, Bro, ich muss was verändern. Ja, Bro, ich muss was verändern. Und es kommt keine Veränderung. Das ist ein Pain in the ass, so welche Menschen in seiner Umgebung zu haben. Die genau wissen, was sie falsch tun, aber sie verändern einfach nichts. Deswegen, wenn du diese Erlebnisse mal gemacht hast, dann kannst du mich fühlen. Dann kannst du mich ganz genau jetzt verstehen, warum ich das sage, was ich sage. Ich meine, ja, ich liebe Menschen. Und ja, ich helfe auch jeden Tag Menschen. Ich helfe Menschen. Ich bin gerne für Menschen da. Aber das heißt nicht, dass ich mich opfere für euch. Dass ich nur an euch denke und nicht an mich denke. Du musst einen gesunden Egoismus haben. Du musst dich ernst nehmen, dich selbst. Du musst dich selbst schätzen lernen. Du musst lernen, dich selbst zu respektieren. Deine Zeit, deine Energie, deine Präsenz, dich selbst generell als Mensch. Respektier dich endlich mal. Und sei keine Selbstverständlichkeit die ganze Zeit da für alle anderen. Und ich helfe allen anderen. Und ich investiere und investiere in alle anderen, aber nicht in mich selbst. Und die haben Träume. Ich arbeite jetzt mit denen gemeinsam an ihren Träumen. Und auf einmal, was ist dann? Die fahren alles an die Wand, ja, hängen ihren Traum an den Nagel, ja, hören auf, geben auf. Was ist? Du hast unnötig investiert. In dieser Zeit hättest du deine eigenen Träume aufbauen können. Das will ich einfach damit sagen. Das führt mich jetzt zu diesem Video. Vielleicht hast du auch das mal erlebt. Leute haben dir gesagt, oh, das ist mein Traum, das ist mein Traum, hey Bro, lass mal zusammen das machen. Auf einmal, du arbeitest mit denen zusammen an diesem Traum und du merkst, die lassen sich immer mehr gehen. Und auf einmal bist nur noch du am Arbeiten. Und die arbeiten nicht mehr daran. Oder die lassen sich voll gehen oder geben auf oder sonst irgendwas. Und dann hast du wieder unnötig Zeit vergeudet. Deswegen investiert in erster Linie mal in euch selbst. Ihr seid erstmal die wichtigsten Menschen in eurem eigenen Leben. Wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr auch nicht gut für andere sein. Oh, das hört sich jetzt so egoistisch an. I don't care. Was du jetzt denkst, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, es ist real. Es ist real. Wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann verpiss dich, ganz ehrlich. Dann will ich dich nicht auf meinem Channel hier sehen. Deine komischen Nachrichten. Oh, das ist aber egoistisch. Du sagst hier was über Narzissten, aber sagst dann selbst, du sollst egoistisch sein. Das widerspricht sich selbst. Ja, das Leben ist ein Widerspruch in sich selbst. Ich wünschte auch, wenn ich in andere Menschen investiere, dass jedes Investment was wird. Aber die Realität ist nicht, jedes Investment wird irgendwas. Ob es jetzt im Business ist oder in der Freundschaft oder in der Liebe. Wenn du mal in eine Dame investiert hast und hast nicht das bekommen, was du wolltest, ja, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Wie unnötig es ist, zu investieren in Personen, in andere Menschen. Deswegen investiert in euch selbst. Investiert in euch selbst. Wie gesagt, ich mache jetzt noch das Beispiel, weil ich finde das auch ganz gut so, wenn du ein Kerl bist, du hast eine Dame investiert, ja, bist dann irgendwie in der Friendzone gelandet und hast dir die ganze Zeit geholfen und warst ein guter Freund, nur um mal ein bisschen einen Hug, ja, eine Umarmung zurückzubekommen, einen Kuss zurückzubekommen oder sonst irgendwas. So beispielsweise, wenn du das auch vielleicht mal erlebt hast. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mache nur Beispiele, damit euch das mal so ins Blut geht, weil das auch ein bisschen so unter die Haut geht. Vielleicht auch so ein bisschen euch gerade mal so ein bisschen verletzt, vielleicht, weil ihr dann merkt, ey, wie viel ihr falsch gemacht habt in der Vergangenheit. Ja, manchmal muss man verletzt werden. Manchmal muss etwas in dir sterben, damit etwas Neues entstehen kann in dir. Dein altes Ich muss vielleicht mal sterben. Du bist vielleicht viel zu gut. Bist vielleicht noch so ein People-Pleaser. Bist vielleicht noch ein Ja-Sager. Lerne Nein zu sagen. Sei nicht selbstverständlich für andere Menschen die ganze Zeit da. Lerne Nein zu sagen. Deswegen liebt dich selbst. Liebt euch alle selbst. Schätzt euch selbst. Ihr habt viel Potenzial, vergeudet es nicht für die falschen Menschen. Deswegen in diesem Sinne, investiert in euch selbst. Das war's jetzt hier. Ich hoffe, das Video hat euch motiviert, auch auf jeden Fall so ein bisschen, vielleicht sogar hat euch viel gebracht. Ich wünsche euch nur das Beste. Deswegen, ihr seid der wichtigste Mensch in eurem eigenen Leben. Deswegen ist es so wichtig, in sich selbst zu investieren, in erster Linie. Denn, wie gesagt, wenn du erstmal in dich investierst und dich selbst aufbaust, bum, 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 bum. Du wirst die beste Version deiner selbst oder bist halt auf dem Weg, ja, arbeitest wenigstens an dir. Dann, wenn du an dir arbeitest, wenn du dein Ding machst und deinen Fokus dann erstmal hast, ich sag euch noch zum Schluss jetzt was ganz Wichtiges, deswegen zuhören. Du arbeitest jetzt an dir,
Ja, hast deinen Fokus und lässt dich nicht mehr aufhalten. Wenn du das dann erstmal geschafft hast, dass keiner dich mehr ablenken kann, dass du dir selbst treu bleibst, dass du dir selbst loyal bleibst und sowas und du bleibst deinem Wort treu und sowas und ziehst dein Ding trotzdem durch und lässt dich nicht ablenken, egal was, ja. Dann kannst du dich auf andere Menschen mal so ein bisschen konzentrieren, kannst in andere Menschen investieren, weil du genug Zeit in dich investiert hast, dass du selbst stabil bist. Aber solange du noch nicht stabil genug bist und du lässt dich noch ablenken, lässt dich noch irgendwie ja, ablenken die ganze Zeit und verlierst dich selbst dann irgendwie, dann bau dich erstmal selbst auf. Investier erstmal in dich selbst. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ist sehr wichtig, ist eine sehr wichtige Message. Deswegen investiert erstmal in euch selbst, dass ihr erstmal selbst stabil seid. Und wenn ihr das dann habt, dann kommt alles andere. Aber nicht erst auf andere fokussieren und mit denen irgendwie stabil werden. Das ist immer scheiße. Erstmal selbst stabil werden und dann kannst du andere Menschen stabil machen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt. Ich lasse es jetzt einfach mal hier stehen. Denkt selbst drüber nach. Nehmt die Message so, wie ihr sie braucht. Keine Ahnung, für wen es war. Ich hoffe, es war jetzt genau für dich und du hast es jetzt gebraucht. In diesem Sinne. Peace out. Ihr seht mich wie immer in den nächsten Videos. Let's go.